Guten, für mich Morgen, für euch Tag zu einem neuen Vlog, heute mal von hier, weil da hört man die Spülmaschine gerade so unheimlich laut. Ich dachte, ich hätte einen Hund, aber du grunzt ja, du bist gar kein Hund. Es gibt ja eine Menge Schüler, die sagen, das, was man in der Schule lernt, das braucht man nie wieder, das ist unnötig, das ist langweilig. Warum lernen wir nicht mal die Dinge, die man brauchen kann, sowas wie Steuererklärung oder wie man eine Wohnung findet? Und bis zu einem gewissen Punkt teile ich diese Auffassung. Aber ich würde euch einfach ganz gerne mal, ohne jetzt großartig darauf einzugehen, worum es in diesem Vlog geht, was erzählen. Und zwar meine Geschichte vom Abendgymnasium und wie ich erst viel später kapiert habe, dass ich eigentlich all das, was man braucht, gelernt habe. Bloß ganz anders, als man das so als Schüler erwartet. Passt auf. Ich habe erstmal meinen Realschulabschluss gemacht. Es kommt eine Geschichte, die viele von euch schon mal gehört haben. Oder die einige von euch schon mal gehört haben. Hört nochmal zu oder ignoriert den Vlog einfach. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, habe dann keine Lust mehr auf Schule gehabt, bin in der Ausbildung, habe eine Rechtsanwaltsfachangestelltenausbildung gemacht und fand dann, dass dieser Job nicht mein Fall ist und dass ich was anderes machen will. Aber ich wusste nicht, was. Da kam meine Schwägerin auf die Idee, Mensch, mach doch einfach dein Abi nach, dann hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen und eröffnest noch, oder das hast dann noch mehr Möglichkeiten, was du machen kannst. Solltet ihr jetzt wackeln, liegt das daran, dass mein Hund sich bewegt hat. Entschuldigung. Und das habe ich dann kurzerhand gemacht und habe mich auf einem Abendgymnasium angemeldet. Das ist halt so ein ganz normales Gymnasium für Erwachsene, was halt abends stattfindet, sodass man tagsüber arbeiten kann. Und damals bin ich vor allem zur Schule gegangen, wie gesagt, weil ich mehr Zeit gebraucht habe, um rauszufinden, was ich eigentlich will. Und weil ich gesagt habe, ich möchte nochmal was lernen. Nochmal, ich möchte mehr wissen. Das Wissen, was ich gehabt habe, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Ich wollte noch ein bisschen mehr wissen. Und nicht bloß in Büchern lesen oder so, sondern nimm Schule, da ist alles da. Du musst nur hingehen. Das ist ganz bequem, wie man sich Wissen aneignen kann. Du musst eigentlich gar nichts selber machen. Dir wird alles vorgelegt. Du musst es nur noch lernen. Und dann habe ich mich entschieden, ja, Realschulabschluss ist jetzt 3 Jahre her und jetzt war auch nicht so gut, einfach die 10. Klasse nochmal zu machen. Gerade in Mathe und Physik sollte mir das doch hoffentlich helfen. Und bis heute bin ich der festen Überzeugung, das war eine sehr, sehr gute Idee, weil ich hatte in den Fächern, in denen ich früher immer schlecht war, von Anfang an nur Einsen und Zweien. Allen voran Mathe und Physik, aber auch Geschichte. Ich hatte einen ganz tollen Geschichtslehrer, der hat seine Begeisterung für dieses Fach richtig an seine Schüler weitergeben können. Da hat mir Geschichte auch mal Spaß gemacht. War der einzige Lehrer, bei dem das der Fall war. Das hat aber für mich auch bedeutet, dass ich halt in Fächern, in denen ich sehr gut war, wie zum Beispiel Englisch, mich sehr gelangweilt habe. Dann hast du halt noch so Fächer, die sind so, naja, die hast du halt, die findest du jetzt nicht schlimm, du freust dich aber auch nicht unbedingt drauf, hatte ich auch. Also alles in allem war die 10. Klasse eigentlich so die beste von diesen 4 Jahren Abendgymnasium. Und das, obwohl ich alles Wiederholung war, mehr oder weniger, nicht unbedingt alles. Und dann dachte ich, okay, 11. Klasse, jetzt geht's los, jetzt lernst du was Neues, jetzt bist du an dem Punkt, an dem du eigentlich sein wolltest. Du wolltest auf die Schule gehen, damit du noch mehr lernen kannst. Oder bin ich so enttäuscht worden? Natürlich kam Neues, aber das kam so langsam. Wir haben ständig wiederholt, was ich längst kapiert hatte. Und natürlich, ich bin ja nicht die Einzige in der Klasse gewesen, es gab halt Schüler, die haben es nicht gleich verstanden. Die Wiederholung war schon wichtig, aber ich habe mich eigentlich ziemlich gelangweilt. Das hat mich angefangen zu ärgern. Dann habe ich überlegt, soll ich überhaupt weitermachen, wenn das so weitergeht? Ich meine, ich wollte was Neues lernen, aber das ist ja so langsam, das kann ich ja zu Hause machen. Aber andererseits, die Schule hat Geld gekostet. Nicht allzu viel, umgerechnet glaube ich 50 Euro im Monat. Aber nichtsdestotrotz muss sie bezahlen. Und ich habe damals zu Beginn nicht gearbeitet. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Geld und habe dann, weil meine Noten so gut waren, vom Förderverein der Schule das Schulgeld bezahlt bekommen. Ganz oder teilweise, weiß ich schon gar nicht mehr. Und ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen verpflichtet gefühlt. Du kannst jetzt nicht einfach ankommen und sagen, jetzt hörst du wieder auf. Also irgendwo das Geld für einen Schüler, der es vielleicht bis zum Ende durchziehen will und es auch dringend nötig gehabt hätte,
weggenommen. Das fand ich nicht in Ordnung. Also ich bin halt nicht so ein Egoist, der sagt, mir doch egal, was die anderen machen. Nee, das wollte ich nicht. Also bin ich erstmal geblieben, habe die 11. Klasse irgendwie überstanden. Dann kam die 12. Klasse und damit hat dann die gymnasiale Oberstufe, also die letzten beiden Jahre vor dem Abitur, angefangen. Und die haben bedeutet, du musst dich auf 5 Fächer festlegen. Also wer Abi macht, der hat ja normalerweise Leistungsfächer oder Leistungskurse, die er wählen kann. Das sind 4 oder 5, wenn ich mich nicht täusche, das ist nicht überall gleich. Und hat dann halt noch Nebenfächer. Und am Abendgymnasium war das nicht so. Da hast du 5 Fächer und Punkt. Und alle 5 Fächer sind Prüfungsfächer. Sind also quasi alles deine Leistungskurse. Und irgendwie Nebenfächer hast du nicht. Und du konntest dabei nur ein Fach wählen. Also du hast fest Mathe, Deutsch, Englisch und Geschichte. Und das 5. Fach, das konntest du wählen. Da hatte ich dann die Wahl zwischen Latein, Bio und Physik. Ich habe mich entschieden für Latein aus schwierigen Gründen. Was die Note angeht, rückblickend betrachtet, keine so gute Idee gewesen wäre. Da wäre Physik wahrscheinlich besser gewesen. Aber ist jetzt auch egal, spielt keine Rolle. Und die 12. und 13. Klasse, die waren dann genauso wie die 11. auch. Es gab immer neue Themen, aber es war eigentlich verdammt langweilig. Es ging langsam, entweder ich habe es längst kapiert gehabt und wir waren immer noch am Wiederholen, oder es hat mich nicht interessiert oder ich habe es nicht kapiert gehabt. Das waren dann andere Fächer. Und egal, wie oft man es wiederholt hat, war mir einfach wurscht. Ich habe, das finde ich bis heute eigentlich erstaunlich, ich fand, dafür, dass es ein Gymnasium war und Erwachsenenbildung, war das echt wenig, was man da gelernt hat. Also das ist natürlich auf demselben Standard wie alle anderen Gymnasien für kleine Kinder. Müssen ja nicht kleine Kinder sein, für Kinder und Jugendliche auch. Also, weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das bei Erwachsenen anders wäre. Bin ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe einfach erwartet, dass da mehr ist, dass mich das Gymnasium mehr erfüllt, als das, was ich da gekriegt habe. Und das hat es halt nicht. Und auch bei mir kam und kommt bis heute immer wieder diese Fragen auf, warum lernt man eigentlich genau das, was man jetzt da auf dem Gymnasium lernt? Warum nicht was anderes? Und warum ist so vieles Unsinn? Und heute, was ich damals, glaube ich, auch nicht wusste, weiß ich, dass das Gymnasium einzig und allein den Zweck erfüllt, einen Schüler aufs Studium vorzubereiten. Von der 5. Klasse an. Und dazu gehört eben auch, dass man Sachen lernt, die man eigentlich überhaupt nicht brauchen kann, weil es nicht darum geht, dass man den Inhalt hat, sondern dass man Fähigkeiten erwirbt. Das ist der Punkt dieses Videos. Ist mir erst später mal tatsächlich bewusst geworden, dass meine Zeit auf dem Abendgymnasium echt genau das gemacht hat, was sie sollte. Sie hat mir Fähigkeiten vermittelt. Sie hat mir zum Beispiel, ein Beispiel zu nennen, beigebracht, wie ich etwas erst analysiere, von unterschiedlichen Seiten betrachte, mir überlege, warum etwas so ist, wie man es so oder so machen kann und mich dann zu entscheiden, dann ein Urteil zu fällen. Jetzt kann man ja sagen, naja, also ist es jetzt so großartig schwierig? Fliege, du nervst mich. Das kommt aufs Thema an. Natürlich braucht man dafür kein Gymnasium, kein Abitur, um das zu lernen. Aber ich mag mich täuschen, es mag Zufall sein. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich einen Abiturienten habe, also jemanden in den letzten beiden Jahren auf dem Gymnasium, oder einen Gleichaltrigen, der nicht Abi macht, merkt man immer wieder genau diesen Unterschied. Der eine, der hat irgendeinen Schulabschluss, macht vielleicht gerade eine Ausbildung oder ist sogar schon fertig, und der andere geht noch immer zur Schule, hat von Arbeit wenig Ahnung, also von wirklicher Geldverdienerarbeit für den Lebensunterhalt. Und die treffen ihre Entscheidungen, für was auch immer es ist, auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine betrachtet, überlegt, schaut sich an, das wäre jetzt der Abiturient, und entscheidet dann. Der andere macht es auch, aber auf einem, ich sag jetzt mal, niedrigeren Niveau, nicht im Sinne von schlechter, sondern im Sinne von weniger, oder nicht so komplex, er denkt nicht so viel nach oder nicht so umfangreich wie ein Abiturient.
Das heißt nicht, dass es was Schlechtes ist, ganz im Gegenteil. Aber der Punkt ist, wenn ihr euch mal einen Lehrplan anschaut, dann werdet ihr feststellen, da steht nicht irgendwie drauf, in der 8. Klasse auf dem Gymnasium sollen Schüler in Mathe, was macht man da, Parabeln vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht auswendig, berechnen können, sondern da steht dann halt vielleicht, sie sollen die Fähigkeit haben, was könnte jetzt da stehen, das war vielleicht ein blödes Beispiel, sie sollen irgendeine Fähigkeit haben, sorry, ich weiß nicht, wie man das in korrektes Lehrplandeutsch übersetzt. Wenn man das liest, kommt man nicht drauf, dass das eigentlich stellvertretend für Parabeln ist, beziehungsweise ist es gar nicht unbedingt. Es ist eher so, dass man halt irgendwer mal festgestellt hat, wenn man jetzt da Parabeln nimmt, dann, wenn man damit diverse Sachen macht, entwickelt man diese Fähigkeiten. Und anstatt reinzuschreiben, sie sollen Parabeln lernen, schreiben die halt rein, sie brauchen die Fähigkeit, das und das und das zu können. Und für die Schulbuchhersteller heißt es Parabeln. So in etwa funktioniert das. Also Schulbuchhersteller, Lehrer natürlich dann auch. Genau das macht Schule eigentlich ganz schön gut. Bloß sie sagt halt, naja, jetzt haben die Schüler ja in der Klasse, in dem Fach, das gelernt, jetzt sollen sie in der nächsten Klasse nicht wieder dasselbe lernen, aber dafür jetzt auf eine andere Art und Weise rangehen, um andere Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln, sondern sie kriegen jetzt ein neues Thema. Denn erstens ist es ja nicht schlecht, auch mal was Neues zu lernen. Wissen ist ja nichts Negatives. Und zweitens soll es ja nicht langweilig sein. Das hat halt den Effekt, dass manchmal Sachen auftauchen, die den einen Schüler mehr interessieren und den anderen weniger. Hat aber gleichzeitig auch den Effekt, dass das unterschiedliche Schüler sind. Also im einen Schuljahr sagt der eine Schüler, oh, das ist ja mal voll langweilig, während der andere schreit, juhu, toll. Und im nächsten Schuljahr ist es umgekehrt. Wenn man immer dasselbe Thema hätte, wären es immer dieselben Schüler, die sich freuen und dieselben Schüler, die es doof finden. Also eigentlich ist das total fair. Und genau das ist der Punkt. Es geht nicht so sehr darum, dass man Wissen erlangt. Natürlich ist das der Hauptgrund und die Hauptaufgabe von Schule. Aber das Wissen ist nicht unbedingt im Sinne von, ich lerne jetzt den Körperbau von irgendeinem Tier auswendig oder Formeln in Mathematik, sondern eher, indem ich das tue, lerne ich was ganz anderes. Zum Beispiel, wie man lernt. Anfangen. Oder wie ich jetzt eine Formel anwende, wie ich vielleicht auch auf alternative Wege komme. Es geht nicht um das Wissen, was ihr als erstes seht, nämlich wenn der Lehrer sagt, wir machen jetzt dieses Thema oder wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit über dieses Thema oder ihr lernt mal die Vokabeln. Es geht nicht unbedingt um die Vokabeln, wobei Sprachlernen dann natürlich wieder so ein Sonderding ist. Es geht nicht unbedingt darum, dass ihr jetzt diese Mathe-Physik Formel auswendig lernt oder genau wisst, welche Reaktionen chemische Substanzen, wenn man sie mischt, hervorrufen, sondern vielmehr darum, dass ihr wisst, wie ihr zum Ergebnis kommt. Ihr wisst, wie man herangeht. Dieses Wie ist viel entscheidender als es war. Es ist das, worum es in den Lehrplänen geht, worum es, oder Bildungspläne, wie das mittlerweile heißt, worum es Schule geht, worum es den Lehrern geht und worum es im Leben geht. Denn wie ihr schon richtig sagt, man kann ja Wissen googeln, was stellvertretend dafür steht, dass man für Wissen selbst nicht in die Schule muss. Das kann ich hier auch in meinen Büchern nachlesen. Ich brauche nur die richtigen Bücher. Aber diese Bücher vermitteln mir eben nicht dieses Wie. Das macht Schule deutlich besser, weil sie mir, also ein Buch lese ich halt und gut. In der Regel sind da keine Aufgaben drin, die ich bearbeite. Die Aufgaben muss ich mir selber stellen, aber das kann ich halt erst, wenn ich ein gewisses Maß an Wie schon kann. Also gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse habe, wobei dann auch die Kenntnisse wieder nicht so wichtig sind wie die Fähigkeiten, um die es hier halt eigentlich geht. Und das ist genau das, sorry, was mir das Abendgymnasium sehr wohl vermittelt hat. Aber halt viel zu langsam. Und eben ja, mit Themen, wo ich auch gesagt habe, was soll ich denn damit? Aber wenn man halt auf dem Gymnasium ist, ist genau das der Punkt. Es soll aufs Studium vorbereiten und ein Studium ist in erster Linie eine theoretische Sache. Da hat man zwar auch seine Praxissemester und Praktika, aber in erster Linie ist das Aneignen von Wissen in der Theorie. Und dazu gehört auch sehr viel Wissen, was so eigentlich gar nicht sein kann,
Was aber dabei hilft, dass man Denkstrukturen entwickelt, eben auch mal drumrum denkt, mal über den Berg krabbelt, statt durch den Tunnel zu gehen. Das ist, finde ich, jetzt gerade spontan eine schöne Metapher. Und dafür ist das Gymnasium eben da. Auf anderen Schulen ist das nicht so. Oder jedenfalls nicht in demselben Ausmaß. Man sollte nicht glauben, dass so kleine Tiere so nervig sein können. Vielleicht hilft es, wenn ich jetzt duschen gehe. Also, was ich euch eigentlich einfach nur sagen will, ist, ich verstehe euch total. Aber ich bin schon einen Schritt weiter. Nicht nur, weil ich älter bin und mein Abitur schon habe, sondern auch, weil ich erkannt habe, dass das ganz schön hilfreich ist, was man da fürs Abi lernen muss. Und zwar nicht das Wissen, sondern das, was das Lernen des Wissens mit sich bringt. Und das ist halt genau das, was Schule soll. Was aber von Schülern in erster Linie gar nicht erkannt wird, weil man als Schüler halt genau das nicht sieht. Das heißt eben nicht so, liebe Schüler, wir fangen jetzt ein neues Thema an und Sinn und Zweck ist es, dass ihr die Fähigkeit erwerbt, euch in andere hineinversetzen zu können. Das wäre jetzt mal stellvertretend dafür, wir schreiben eine Erörterung. Ja, da lernt man, dass man sich auch mal mit Standpunkten auseinandersetzen muss, die man selbst nicht vertritt. Oder dass man Argumente für etwas findet, von dem man jetzt eher weniger eine Ahnung hat, was einem auch nicht so sehr interessiert, bei dem man aber versuchen soll zu verstehen, warum der eine so argumentiert und der andere eben genau andersrum. Ist eine ganz wichtige Lektion fürs Leben. Wobei es dabei halt nicht so wichtig ist, exakt einzuhalten, wie man eine Erörterung schreibt, sondern vielmehr zu verstehen, also nein, das ist blöd formuliert, wie man eine Erörterung schreibt im Sinne von Einleitung, Hauptteil, Schluss und dann musst du erst die These aufstellen und dann die Begründung und den Beweis und so, sondern vielmehr, wie funktioniert das, wie gehe ich an ein Thema ran, was bei dem ich beide Seiten neutral betrachten soll, obwohl ich vielleicht gar nicht neutral bin. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt. Darum geht's. Und darum geht's in der Schule. Und ich glaube, es könnte helfen, wenn man Schülern das sagen würde. Und leider ist dann, also ihr könnt natürlich so einen Lehrplan mal euch angucken, gibt's alle im Internet. Aber verstehen ist eine andere Sache. Ich muss mal aufhören. Entweder morde ich hier und mein Hund liegt hier so faul rum, der macht das sonst immer. Ja, oder der Hund mordet. Oder ich schau mal, ob sie vielleicht das Fenster nimmt. Ich morde ja nicht so gerne. Also in dem Sinne, nicht alles gleich vorverurteilen. Klar, ihr müsst, weil ihr habt ja noch kein Abi oder einen Schulabschluss. Das heißt, ihr habt noch nicht gelernt, dass das nicht sein muss. Aber vertraut den Erwachsenen einfach ab und zu mal, wenn sie sagen, haltet mal durch, ihr werdet schon noch sehen, wofür es gut ist. Aber jetzt im Moment erkennt ihr das nicht, weil ihr einfach zu wenige Fähigkeiten und Kenntnisse habt. Ja, du kannst ja von einem Dreijährigen auch nicht erwarten, dass er den großen Umfang versteht, wenn die Mama jetzt schwanger ist, was da im Körper passiert, bis das kleine Brüderchen oder das kleine Schwesterchen geboren ist. Das ist viel zu komplex. Im Dreijährigen sagst du halt, ja, die Mama, die hat jetzt da mal einen dicken Bauch, da wächst ein Kind dran und irgendwann ist das Kind da. Fertig, Ende der Geschichte, Dreijähriger ist zufrieden. In 2 Jahren wird er nochmal neu fragen, wie das jetzt eigentlich funktioniert, ja? Die unterschiedlichen Altersstufen und Kenntnisse verlangen eine unterschiedliche Herangehensweise und Förderung und Forderung der genau derselben eben Kenntnisse und Fähigkeiten und Themen. So. Also dann, jetzt ist sie weg. Ich auch. Tschüss. Hinterm Steinhaufen.